Ja, wir kommen jetzt zu Objekt-Relations. Was bedeutet das? Wo bewegen wir uns in unserer Hierarchie vom, was wir gesehen haben? Wir haben ja die unterschiedlichen Levels von von einem semantischen Verständnis einer Szene gesehen, und wir haben gesehen, dass wir bei Rohdaten, bei Bildern anfangen, Farbbilder, Tiefenbilder, Punktwolken, wo wir nur diese Pixel bzw. diese Punkte in einer Punktwolke haben. Wir haben gesehen, dass es hier auf der nächsten Ebene, dass man hier Annotationen der Bilder durchführen kann, dass man bestimmte Objekte in der Szene klassifiziert, die 2D-Pose von einem Bounding Box, beziehungsweise dass man hier pixelweises Labeling der Objekte in den Images, in den Bildern durchführen kann. Und auf der nächsten Ebene ging es darum, dass wir Objektinstanzen in einem Bild finden. Also zum Beispiel nicht nur, dass wir diese Objekte hier, Katze, Hund und Fahrrad, oder Hund, Fahrrad und Auto sehen, sondern dass wir eventuell unterschiedliche Objekte der gleichen Kategorie, also mehrere Katzen auch im Bild oder Tassen im Bild hier segmentieren und dann eine Beschreibung von Detektion von allen Instanzen im Bild hier durchführen können, inklusive der Lokalisierung von der 2D Bounding Box im Bild um das Objekt beziehungsweise der Rahmen um das Objekt im Bild, also wenn man so ein pixelweises Labeling hier oder pixelweises Segmentieren von Bildern durchführt. Nun gehen wir zur nächsten Ebene, also wo wir mehr Semantik in der Szene haben, wo wir wissen, es gibt ja mehrere Instanzen von einem Objekt zum Beispiel in einem Bild. Wir kennen alle Instanzen in den Bildern, und da geht es darum, hier die Relationen zwischen Objekten in einer Szene zu beschreiben. Also, dass wir tatsächlich für diese Szene, die wir hier als Beispiel genommen haben, sagen, okay, Hund und Fahrrad sind auf dem Balkon und das Auto ist auf der Straße. Also wenn man jetzt hier über die Relation on, also auf, angeben will. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen uns mit dem Thema Relationen von Objekten, Beschreibungen von Szenen mithilfe von Relationen und wie ich bereits erwähnt habe und wie wir das gesehen haben, also für diese Szene würden wir gerne so eine verständliche Repräsentation im Sinne von diesen Graphen, wo die Kanten hier die Relation auf beschreiben. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir eine Menge von Objektinstanzen haben in der Szene, dann haben wir eine binäre Relation zwischen Objektinstanzen oder zwischen Paaren von Objektinstanzen, und diese Relation, also zwischen Objekt I und Objekt J, ist dann ein Element der Menge, also der Kreuzprodukt oder kartesischen Produkt der zwei Mengen O, wobei die Menge O die Menge der Objektinstanzen sind. Das heißt, für das Beispiel hier haben wir die Menge der Objektinstanzen, das ist Hund, das ist Fahrrad, LKW, Balkon und Straße. Das sind die Objektinstanzen, die wir hier haben im Bild oder erkennen können. Und dann die binäre Relation auf. Der Hund ist auf dem Balkon, das Fahrrad ist auch auf dem Balkon und das Auto ist auf der Straße. Und das heißt, wie man hier sieht, kann man diese Szene mit Hilfe von einem Graphen beschreiben, mit Hilfe von einem gerichteten Graphen, wo wir zunächst mal Knoten haben, und die Knoten sind die Instanzen der Objekte, die Kanten sind natürlich die Relationen, und die Richtung beschreibt eigentlich diese Relation in dem Beispiel hier auf. Wie konstruiert man das? Man muss natürlich zunächst mal die Menge der Objektinstanzen identifizieren im Bild. Also das ist zum Beispiel die Menge der Knoten, das ist dann O, und die Menge der Kanten, das ist R, ja? Und das Beispiel haben wir vorher auch gesehen. Nun gibt es unterschiedliche Arten von Relationen. Also im Sinne von Typ einer Relation beziehungsweise im Sinne des zeitlichen Kontexts, wie Relationen über die Zeit sich verändern.
Typen von Relationen kann man hier zwischen räumlichen und Unterstützungsrelationen unterscheiden. Also einmal räumliche Relationen, dass man sagt, das grüne Objekt ist auf dem grauen Objekt oder das grüne Objekt ist rechts von dem grauen Objekt oder das grüne Objekt ist enthalten in diesen Entitäten oder anderen Objekten, Konstellationen oder Struktur der anderen grauen Objekte. Support Relations bzw. Unterstützungsrelationen, die beschreiben, welche Objekte oder wie Objekte in einer Szene von anderen Objekten unterstützt werden. Also wenn wir uns hier vorstellen, dass das hier ein Tisch ist und da haben wir hier ein Orange, Rot, Blau und lila Objekte, dann kann man natürlich hier klar sagen, dass die Box oder der Tisch hier, Box 0, alle anderen Objekte unterstützt, weil alle diese Objekte sind auf dem Tisch und direkt hier eine Unterstützung oder Support-Relation zwischen lila und dem Tisch. Aber man sieht auch, dass beispielsweise die orangene Box hier von der lila Box unterstützt wird und die rote von der blauen Box und umgekehrt. Der temporale oder zeitliche Kontext bedeutet, man unterscheidet zwischen statischen Relationen, also wo man nur zum Beispiel ein einziges Frame betrachtet und schaut, wie die Relation zwischen Objekten aussehen, beziehungsweise dynamische Relationen, die sich über die Zeit ändern. Und da haben wir hier ein paar Beispiele. Also statische Relationen, wie wir vorher gesehen haben, dynamische Relationen wären sowas, dass diese beiden Objekte zusammen sich bewegen, sich nähern bzw. auseinander sich bewegen. Und diese Relationen, die sind sehr wichtig. Die Extraktion von Relationen ist sehr wichtig und zentral für ein semantisches Verständnis der Szene, aber nicht nur der Szene, sondern von Manipulationsaktionen. Also wenn man hier an das Thema Programmieren durch Vormachen denkt, wo wir nicht nur jetzt Bewegungen des Menschen reproduzieren, sondern wir wollen ja eine Demonstration kapieren, also verstehen. Das heißt, wir müssen verstehen, wie Relationen zwischen Hand und Objekt eigentlich während der Demonstration sich verändern, beziehungsweise wie Relationen zwischen Objekten aufgrund einer Aktion sich verändern in der Szene. Und da werden wir in dieser Vorlesung hier einige Beispiele dazu sehen, wie man das hier nutzt, also beschreibt, wie man Relationen, räumliche Relationen beschreibt, um zum Beispiel die Aktionserkennung zu verbessern. So, und die Idee ist natürlich, dass man hier diese Relation natürlich aus Rohdaten extrahiert. Also man denke jetzt hier an einem RGBD-Sensor, der Menschen beobachtet bei der Demonstration vor solchen Haushaltsaufgaben wie Salat vorbereiten, etwas schneiden, in eine Schüssel reintun. Also man hat die Farbbilder, man hat die Tiefeninformationen und wie wir gesehen haben, kann man beispielsweise mit YOLO jetzt eine 2D-Detektion von allen Objekten oder auch Objektinstanzen in der Szene. Auf der anderen Seite kann man mit Hilfe von anderen Methoden, auf die wir jetzt hier nicht eingegangen sind, aber ein System zum Tracking oder zur Detektion von Human Pose, also die Pose des Menschen, also wie die Arme, Kopf, Hand und so weiter und so fort sich bewegen, die Rekonstruktion von dieser Bewegung, zum Beispiel hier in 2D, beziehungsweise weiterführende Ansätze können auch eine 3D-Schätzung der Pose des Menschen hier liefern. Das heißt, aus diesen Farbbildern könnte man die Informationen über die Objekte, aber auch die Rekonstruktion der Bewegung des Menschen hier bekommen in 2D. Man kann das natürlich kombinieren mit der tiefen Information und kriegt zumindest hier, wie man sieht, hier eine Repräsentation der Szene, wo die Objektinstanzen hier durch 3D-Bounding-Boxen dargestellt sind. Wenn man jetzt hier einen Schritt weiter geht, dann könnte man natürlich hier diese Szene als Graph repräsentieren, wo
die Kanten zwischen den Knoten. Die Knoten sind die Objektinstanzen, die Kanten sind das jetzt die räumlichen Relationen, also links von beispielsweise auf, rechts von und so weiter und so fort. Und dann kann man diese Darstellung der Szene hier auf diese Graphstruktur oder in diese Graphstruktur überführen. Eine sehr mächtige Repräsentation, wie wir gleich sehen werden, wo man dann basierend auf diesen Graphen tatsächlich vieles machen kann. Also das heißt, statt dass man einzelne Bilder bzw. Punktwolken verarbeitet, um mehr über die Szene zu verstehen, würde man dann Graphen verarbeiten und würde man Änderungen vielleicht in der Szene auf Änderungen in Graphstrukturen zurückführen, beziehungsweise Ausänderungen in Graphstrukturen extrahieren. So, das ist so zu räumlichen Relationen, aber ich habe es erwähnt, auch es gibt Unterstützungsrelationen oder Supportrelationen. Ganz wichtig, zum Beispiel im Kontext der Manipulation, das machen wir Menschen immer. Also wenn wir so eine unstrukturierte Szene mit Objekten, die aufeinander liegen haben, dann wissen wir ganz genau, was würde passieren, wenn ich welches Objekt mal hochhebe oder ziehe und so weiter und so fort. Und das ist, was Support Relations für uns hier ausdrücken. Das heißt, ein Objekt A und B oder zwei Instanzen von Objekten A und B. Wir sagen, dass Objekt A zum Beispiel Objekt B unterstützt, wenn das Entfernen von Objekt, also das Wegbewegen von Objekt A, dazu führt, dass Objekt B seinen bewegungslosen Zustand verliert. Ja? Das heißt, in dem Fall A unterstützt B. Das heißt, man könnte ja eigentlich jetzt hier einen Schritt weitergehen, unsere räumlichen Relationen. Da haben wir die räumlichen Relationen durch Graphen repräsentiert. Auf die gleiche Art und Weise kann man diese Unterstützungs- oder Supportrelationen mithilfe von Graphen repräsentieren. Und man hat jetzt nicht einen Graph, der die räumlichen Repräsentationen, sondern die Supportrelationen unterstützt. Wie sieht das Ganze hier aus? Ne, gehen wir mal von dieser Szene aus, wo wir wiederum einen Tisch und Objekte, die drauf gestapelt oder in beliebiger Form, beliebiger Konfiguration draufstehen. Da sehen wir, dass wir auf jeden Fall einen Tisch haben und wie man das sieht hier, natürlich alle Objekte werden vom Tisch unterstützt. Ja, die liegen alle auf dem Tisch und dann hat man natürlich zum Beispiel die Objekte hier, die werden nur von diesem braunen Objekt hier unterstützt. Und es ist klar, also wenn beispielsweise das rote Objekt hier von diesem rosa Objekt unterstützt wird und das orangene Objekt vom roten, dann ist es klar, dass das orangene Objekt auch vom rosa unterstützt wird. Das heißt, wir haben hier transitive Beziehung hier und da sieht man hier zwischen, also Transitive, was diese Support-Relationen angeht und da könnte man auf ähnliche Art und Weise praktisch diese Szene hier, beziehungsweise die Support-Relationen in dieser Szene mit Hilfe von diesem gerichteten Graphen hier darstellt. So, wie extrahiert man diese Support-Relationen? Ganz kurz, hier ausgehend von 3D-Punktwolken, also von einer RGBD-Kamera. Natürlich müssen die Objekte segmentiert werden, also 3D-Bounding-Boxen der Objekte. Da gibt es hier gängige Methoden wie LCCP oder Region-Growing-Methoden, wo man hier aus dieser Punktwolke beispielsweise auf diese Repräsentation kommt. Mit Hilfe von Ranzing kann man hier geometrische Primitiven in diese unterschiedlichen Segmente fitten und dann basierend auf Betrachtungen von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, also Kontaktbereiche, also Kontaktkanten oder Ebenen,
zwischen Objekten und natürlich, wie die Gravitation sich einwirkt, ja, also die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die man so kennt, ja, kann man diese Relationen hier zwischen den Objekten in der Szene extrahieren. Die Details zur genauen Extraktion von diesem Graphen kann man hier in unserem Paper von 2018 nachlesen bei Interesse. Und die Frage ist, diese Relationen, die sind natürlich sehr zentral für ein semantisches Verständnis der Szene. Und eine Frage, die wir uns gestellt haben, und zwar im Kontext auch von Manipulation, ist, wie können wir eigentlich oder auch Szenen verstehen, wie können wir Relationen, Objektrelationen in einer Szene manipulieren, ja, also verändern. Ich meine, wenn das Ziel ist, dass man einen Turm aus Objekten, also dass man zum Beispiel die Tassen ineinander stackt, ja, das ist praktisch eine Zielkonfiguration dieser Objekte, die wir erreichen wollen, wo wir natürlich ausgehend von einer initialen Konfiguration, wo die Relationen der Objekte vielleicht anders waren. Die Objekte waren alle nebeneinander und auf dem Tisch und jetzt in einem Stapel sind sie natürlich aufeinander gesteckt. Also das heißt, alle sind ineinander oder aufeinander. Und deshalb die Frage ist, wie kann man eigentlich Relationen, Objektrelationen manipulieren? Also, bis jetzt haben wir eine Szene und wir können mit Hilfe von vielen Methoden Relationen in dieser Szene identifizieren. Und wenn man sich fragt, welche Relationen sind eigentlich jetzt vorhanden zwischen den Objekten, dann muss man natürlich hier die Relationen klassifizieren. Also man hat so eine, man geht diskriminativ vor, das heißt, man braucht einen Klassifikator, der sagt ja, welche Objekte der Support-Relationen erfüllen, welche Objekte Auf-Relationen erfüllen. Und das kann natürlich sehr nützlich sein für die Erkennung von Axionen. Ja, werden wir heute noch ein Beispiel sehen. Aber ich stelle die Frage ein bisschen andersrum. Also stellt euch mal vor, wir wollen einem Roboter sagen, put the apple tea in front of the Kearney und let the apple tea be on the other side of the Kearney. Also einmal ein Objekt vor einem anderen Objekt hinstellen und dann ein Objekt auf der anderen Seite von dem anderen Objekt hinstellen. Wirklich auf der anderen Seite. Also muss sich überlegen, dass man hier dieses Verständnis zur Repräsentation von Relationen haben muss. Also der Roboter muss das haben. Und jetzt unabhängig davon, wie dieser Input kommt, also wir arbeiten in einem aktuellen Projekt auch daran, dass wir diese Relation aus natürlicher Sprache, also zusammen mit Kollegen hier am Institut, dass wir diese Relation aus natürlicher Sprache auch extrahieren. Und natürlich für uns als Robotiker geht es darum, dass wir diese in front of oder on the other side of tatsächlich auf einem Roboter umsetzen, das heißt, ausführen. Das heißt, wo müssen wir eigentlich ein Objekt jetzt hinstellen, damit wir überhaupt eine räumliche Relation, die als Zielvorgabe ist, in front of oder on the other side of realisieren? Also, wir haben die Szene zum Zeitpunkt T, also Szene T, und dann eine bestimmte Relation, die wir in dieser Szene zwischen Objektinstanzen erreichen wollen oder realisieren wollen, dann bekommen wir natürlich eine neue Szene. Könnte man sich auch überlegen, die Tassen, die auf dem Tisch sind, die nebeneinander sind und die dann ineinander kommen sollen als Ziel. So, das heißt eigentlich, die Frage ist, oder auch hier im vorgegebenen Beispiel, was ist die beste Objektpositionierung, mit der man so eine räumliche Relation erreichen kann? Und man merkt hier, also man braucht hier einen generativen Ansatz, um das zu realisieren. Denn es ist nicht nur eine Ja oder Nein, sondern es ist ja eine vielleicht Verteilung von möglichen Positionen der Objekte, die diese räumliche Relation erfüllen, zu unterschiedlichen Graden, ja.
Und da werden wir sehen, wie man sowas machen kann. Ja, wir haben aktuell hier etwas in die Richtung publiziert. Ja, nehmen wir mal an, jetzt die zwei Beziehungen links von und um. Ja, also das heißt, man sieht hier, der ganze grüne Bereich hier ist eigentlich links von. Also wenn man dem Roboter sagt, tu mal dieses Objekt links vom blauen Objekt, dann ist alles eigentlich hier links. Ja. Und das ist, wenn wir so ein diskriminatives Modell benutzen. Das heißt, da hätten wir das Problem, welche eigentlich Zielposition ist jetzt gültig. Natürlich, alle sind gültig, aber wir wollen ja eine, um das Objekt tatsächlich zu manipulieren und diese Relation zu erfüllen. Das Gleiche gilt für um. Ja? Also das heißt, alle diese grünen Bereiche sind eigentlich gültige Bereiche für die Relation grünes Objekt oder grüne, ja, grünes Objekt ist um drumherum das um das blaue Objekt. Viel besser ist es aber, wenn man generativ an die Sache rangeht. Das heißt, wenn man diese räumlichen Relationen als Wahrscheinlichkeitsverteilung über Positionen, also über mögliche Positionierungen von den Objekten beschreibt und wo man dann die Positionierung, also die Target-Position, die Zielposition, wo so ein Objekt abgestellt werden soll, damit diese Relation realisiert wird, so durch Samplen aus dieser gelernten Verteilung vor links, rechts, um erzeugt wird. Und das heißt, in dem Beispiel hier könnte man sagen, ja, also wenn man jetzt hier eine räumliche Verteilung hat, das ist praktisch die räumliche Verteilung, die für mich links in diesem Kontext vielleicht oder basierend auf diesen Trainingsdaten, die ich gelernt habe, und das ist hier drumherum. Da haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, wie wir diese räumliche Relationen in 2D, also wir beschränken uns jetzt auf der Ebene, also auf den zweidimensionalen Fall. Und wenn man sich fragt jetzt, wie ich beispielsweise um auf eine einfache Art und Weise repräsentieren kann, dann ist es klar, ich kann so eine multivariate Gaussische Verteilung hier mit einem Peak im Zentrum und dann sieht man hier überall dort, wo ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, also wo P, diese Wahrscheinlichkeit groß ist, dann habe ich ja den Bereich oder die Positionierungen, die Positionen, die für mich around beschreiben, beziehungsweise im Zentrum. Und am Rand hier, da habe ich ja eine niedrige Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, das erfüllt ja die Relation around nicht. Man kann das natürlich auch kombinieren, also mehr so Gaussian Mixture, Mixture Models hier nehmen. Das ist natürlich eine gültige Lösung, aber komplex, erfordert natürlich auch mehrere Komponenten. Die alternative Idee, die wir hier in dieser aktuellen Arbeit vorschlagen dieses Jahr, dass wir eine andere Repräsentation von räumlichen Relationen, und zwar indem wir Distanz und Richtung betrachten, statt dass wir x und y betrachten. Also statt dass wir tatsächlich die Koordinaten x und y, die kartesischen Koordinaten, betrachten wir Distanz und Richtung zu einem Objekt. Weil wenn man hier an dem Beispiel denkt, drumherum ist jetzt natürlich alles hier drumherum, aber denke mal an die Relation weit von. Ja, beziehungsweise weit von und links. Ja, das sind eigentlich so Angaben, wo man sagt, okay, das ist eigentlich Distanzinformation und eine Richtungsinformation und nicht XY-Information. Und deshalb haben wir hier einen Vorschlag gemacht, wie man Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Polarkoordinaten beschreibt, ja, damit wir so eine generative Repräsentation von räumlichen Relationen erreichen oder bekommen. Und die Idee ist einfach, das heißt, diese Verteilung, die ist definiert im Polarkoordinatensystem auf dem Referenzobjekt, also zu dem wir diese Relation herstellen bzw. beschreiben wollen. Und wir wissen ja, kartesisch können wir natürlich die Position durch XY
darstellen, polar durch Distanz und ein Winkel. Und hier für diese Verteilung nehmen wir eine gaußsche Verteilung für die Distanz d, also mit den Standard, also Mittelwert und Standardabweichung für die Distanz und dann eine Verteilung für die Orientierung oder Richtung bzw. Winkel hier. Und das ist keine Gauss-Verteilung, sondern eine zyklische Gauss-Verteilung. Das heißt, von Mises Verteilung, die ist also zyklisch, ist klar. Also Winkel wissen wir, dass das ja eine zyklische Sache. Und wenn wir die zwei unabhängig voneinander betrachten, also D und also Distanz und Winkel, dann können wir natürlich hier für diese Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine bestimmte Position Entfernung D und Winkel Phi das Produkt von den beiden Wahrscheinlichkeiten hier eingeben. Und die Darstellung sehen wir klar hier. Also statt x und y nehmen wir d und phi, wie man hier sieht. Und natürlich die jeweiligen Mittelwerte hier einmal großer 0 für die Distanz, einmal von minus pi bis plus pi für die Orientierung und die beiden Varianzen. Und auf diese Art und Weise kann man jetzt eine ganz einfache Form hier für diese Polarverteilung erzeugen. Die kann man aus Daten ganz einfach lernen mit Hilfe von Maximum Likelihood-Schätzungen oder Schätzer. Und da sieht man hier ein Beispiel. Das heißt hier, nehmen wir mal diesen Punkt hier. Wir wollen jetzt hier die Darstellung also links von. Im Kartesischen ist es natürlich hier naheliegend. Also das ist der Bereich hier, der links von diesem Zielobjekt oder von diesem Hauptobjekt, Object of Interest für uns. Und im polaren Raum haben wir hier die zwei Achsen d. Die zwei Achsen d einmal für die Entfernung und phi für die Orientierung. Und man sieht hier, also rechts ist eigentlich der Winkel 0. Das heißt, wenn wir hier sind, dann ist es rechts und links von 0 ist natürlich entweder ein Plus Pi oder ein Minus Pi. Das heißt eigentlich, links von sind, wie man sieht, hier diese Wahrscheinlichkeitsverteilung hier, beziehungsweise diese Wahrscheinlichkeitsverteilung hier und Referenzobjekt ist bei 0, was ja eigentlich rechts von dann hier in dem Beispiel darstellt. So, gucken wir uns mal an, wie wir jetzt statische und dynamische Relationen mit Hilfe von dieser Polarkoordinatenverteilungen beschreiben können. Statische Relationen, die hängen eigentlich nur von der aktuellen Position von unserem Referenzobjekt. Das heißt, wenn wir jetzt Entfernung d 0 als Referenzobjektgröße hier betrachten, dann müssen wir nur die Verteilung im Hinblick auf die Objektgröße anpassen. Ja? Das heißt, wenn man sieht hier left von bzw. rechts von, wie ich bereits erwähnt habe, rechts von sind alle diese Möglichkeiten und links von, wie man sieht, hier oben und unten. Nochmal die Darstellung hier im Polar bzw. im kartesischen Koordinaten und links versus rechts. Der Unterschied, wie man sieht, ist nur die Richtung, ja, also mu phi, ja, also der Mittelwert für die Orientierung beziehungsweise für den Winkel. Abstand spielt hier eigentlich bei dieser Relation keine Rolle. So, wenn wir jetzt da sieht man hier auch vielleicht die Vorteile von dieser Polarkoordinatenrepräsentation von Relationen. Wenn wir jetzt hier nah beziehungsweise weit oder inside, also in etwas, dann sehen wir eigentlich, wir haben gesagt, 0 ist für uns die Referenzobjektgröße und far, weit weg, das sind Objekte, die hier, also das ist unser D, ja, das heißt diese Verteilung hier und inside ist natürlich ganz, ganz mini hier zu sehen. Das heißt hier,
Diese Relationen, die sind nur unterschiedlich in der Mittelwert der Distanz, ja, und die haben eine hohe Varianz, was die Richtung angeht, ja, wie hier dargestellt ist in den Diagrammen. Wir können mal andere Relationen betrachten, und zwar dynamische Relationen. Also diese dynamischen Relationen, die hängen natürlich nicht nur vom Referenzobjekt, vom aktuellen Referenzobjekt, sondern auch vom Zielobjekt. Und hier müssen wir diese Polarkoordinaten so anpassen, dass wir sagen, okay, d gleich 1 entspricht die initiale Distanz zum Targetobjekt und phi gleich 0 die initiale Richtung. Und man sieht hier, wenn wir hier closer, also näher sind oder sein wollen, dann ist es etwas, wo man hier vor die Distanz ungefähr 0,5 nehmen könnte, beziehungsweise vor die Orientierung eine 0, also die Mittelwert vor die Orientierung ist eine 0, und dann sind wir immer closer. Wenn d gleich 1 ist unser Targetobjekt. Das heißt, wenn wir hier sind, dann uns bewegen, dann sind das alle Positionen, die wir aus dieser Verteilung samplen können, die für uns die Relation closer beschreiben. D gleich 1 ist unser Target-Objekt, ja. Das heißt, alles, was hier weiter weg ist, würde für uns die Relation weiter realisieren. Beziehungsweise die andere Seite von einem Objekt, die Distanz gleich 1 ist die Distanz zum Zielobjekt. Und andere Seite bedeutet, dass man die Distanz hier keine Rolle spielt, sondern eigentlich, dass diese Winkel oder diese Orientierung hier die Rolle spielt. Und das sind mögliche dann Positionen, die für die Relation andere Seite verantwortlich sind. Wir werden gleich am Ende hier sehen, wie wir das tatsächlich nutzen, um das so auf einem Roboter auszuführen. Aber ich wollte damit hier auch zeigen, wie man diese räumlichen, statischen und räumlichen Relationen auf eine mögliche Art und Weise, also jetzt hier mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen im Polarkoordinatensystemen, auf eine sehr intuitive Art und Weise hier darstellen kann. Und wo man tatsächlich damit auch ein generatives Modell hat, mit dem man Positionen samplen kann, also Positionen, also aus diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen samplen kann, um Positionen zu generieren oder zu berechnen, die eine gegebene Relation erfüllen. So viel zu den Relationen. Nun will ich auf einem sehr wichtigen Thema zu sprechen kommen. Es geht natürlich um Verstehen von Situationen, um semantisches Verstehen von Situationen. Und wir haben gesehen, dass wir eigentlich jetzt am Ende so Graphen als Repräsentationen von Szenen, in denen wir viel schon Semantik haben. Ja, also wie welche Objekte, welche anderen unterstützen, welche links oder rechts von denen liegen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man eigentlich diese Datenstrukturen überhaupt verarbeiten? Ja, also das sind ja keine einzelnen Bilder mit Pixel oder Punktwolken, sondern das sind wirklich Graphen. Und wäre interessant zu verstehen, wie können wir diese Graphen manipulieren, um Szenen zu verändern, beziehungsweise um Aktionen zu erkennen, semantische Repräsentationen, noch higher level semantische Repräsentationen der Szenen zu erstellen. Ich fange kurz mit einer Motivation an, aber das ist etwas, was aktuell in der Literatur als Graph Networks bekannt ist. Das heißt, da werden wir schauen, was diese Graph Networks sind und wie man mit denen oder wie sie Graphstrukturen manipulieren oder verändern können. Also was steckt dahinter? Die Motivation hier, hoffe ich, ist natürlich klar. Also wir wollen zum Beispiel aus einer Szene jetzt hier solche Graphstrukturen lernen, die diese Szene beschreiben. In dem Fall beispielsweise diese Support-Relationen von Objekten, um zum Beispiel auch Relationen zu prädizieren, vorherzusagen, oder um zum Beispiel die Effekte von Aktionen zu prädizieren, wenn wir irgendwelche Aktionen ausführen. Ja? Und wir wissen, um das jetzt allgemein machen oder generell auf eine
also auf eine allgemeine Art und Weise machen zu können, müssen wir unabhängig sein von der Anzahl der Objekten in der Szene oder Objektinstanzen in der Szene. Das heißt, als eine Anforderung ist, die Anzahl der Objekte ist natürlich, muss natürlich normal sein. Wäre lächerlich, wenn wir das nur machen können für 3 oder 4 Objekte in der Szene. Und die Ergebnisse, die wir bekommen, die müssen natürlich unabhängig sein von der Reihenfolge. Also die müssen Reihenfolge invariant, wie diese Objekte beispielsweise in der Szene sind, müssen wir immer diesen Graphen bekommen. Ja? Und die Probleme, die man natürlich bei bisherigen allen, auch Deep Learning-Methoden, die man hier einsetzt, dass der Input, die Größe von dem Input-Vektor oder Input-Eingabe von einem System fest bzw. bekannt sein muss. Und die Reihenfolge der Komponenten in dem Input-Vektor ist auch wichtig und relevant und muss man das berücksichtigen. Das heißt so klassisch, wenn man solche Beispiele hier hat, man hat einen Tisch mit 3 Objekten, ja, und was man hier macht, man steckt die Objekteigenschaften so in ein einziges Vektor, ja, also bei allen eigentlich Ansätzen zu neuronalen Netzen oder tiefen neuronalen Netzen, die natürlich sehr, sehr prominent sind im Bereich der Implikationen, was sind die grünen Objekte und ähnliches oder die Relationen, ja. Und was man hier hat, natürlich muss man die Ausgabe encoden, sodass man die entsprechenden Relationen hier, also in dem Beispiel hier Support-Relationen bekommt. Also zum Beispiel, ich habe hier die Eingabe, das ist rot, grün und blau und das ist hier meine Ausgabe und dann würde ich von diesem Netz hier die Information bekommen, dass tatsächlich das grüne Objekt vom roten Objekt unterstützt wird, ja. So, die Frage ist, wie können wir jetzt hier, nehmen wir mal an, wir haben jetzt noch einen Ball hier auf diesem blauen Objekt und dann haben wir ja variable Anzahl von Objekten. Da können wir diese Lösung, die wir bis jetzt hier haben, nicht so direkt benutzen. Das heißt, eigentlich hier haben wir nicht drei, also als Input haben wir eine zusätzliche Komponente und zwar für das gelbe Objekt und natürlich müssen wir hier diese Matrix auch um noch eine weitere Spalte bzw. eine weitere Zeile ergänzen, um die Support-Relation hier für das neue Objekt hier auch extrahieren zu können. Das heißt, das ist zunächst mal die variable Anzahl von Objekten, aber auch die Reihenfolge von Objekten. Wir haben es ja auch gesehen vorher, dass tatsächlich die Reihenfolge von Input, ja, Parameter oder Input-Daten eine Rolle spielen. Und da soll eigentlich, was wir gerne hätten, ist so ein System, was das Problem löst, unabhängig von der Reihenfolge, wie diese Eigenschaften von den Objekten in diesem Input-Vektor hier gesteckt wurden. Und klar, natürlich, hier muss man bei so einem neuronalen Netz jetzt mit allen möglichen Kombinationen der Reihenfolgen von Objekten bei N-Objekten trainieren, damit man hier eine Lösung bekommt, was wahrscheinlich sehr kostspielig ist, rechenintensiv ist und wo man hier natürlich auf der Suche nach besseren Lösungen war. Das heißt einmal diese unterschiedliche Dimension von Input-Vektoren und einmal natürlich die Reihenfolge von Objekten bzw. die Reihenfolge in den Input-Vektoren, wo man auch nicht so über alle möglichen Kombinationen oder Permutationen von den Inputs in diesen Vektoren, wo man das ausweichen will und eine andere Lösung hat. Und die Lösung hierzu, die diese zwei Probleme tatsächlich erledigt, ist das, was man Graph Networks nennt. Ja?
Graph Networks, das heißt, da werden wir gleich sehen, wie sie funktionieren. Die sind auf jeden Fall Graphen, aber nicht nur Graphen, so einfache Graphen wie die wir kennen aus der Informatik, sondern die sind Netzwerke von Graphen. Ja? Und die operieren auf Graphstrukturen. Also das ist so ein Graphnetzwerk, das ist so der Graphnetzwerk-Block aus dieser bekannten Publikation hier. Ich empfehle sehr, die hier zu lesen, für die Leute, die hier auch weiterführende Informationen und Details zu dem Thema haben wollen. Das heißt, man hat hier als Input ein Graph mit Knoten und Kanten. Also wir haben eine Menge von Knoten V und eine Menge von Kanten E. Edges E, das ist der Input-Graph für ein Graph-Network. Und was bekommen wir am Ende, am Ausgang? Wir bekommen auch einen Graph. Also man könnte sich vorstellen, dieser Relationsgraph, was wir jetzt extrahiert haben vorher, oder Support-Graph, das ist der Eingang für so einen Graph-Network-Block. Und als Ausgang bekomme ich auch einen Graphen, der irgendwas beschreibt. Vielleicht modifizierte, erweiterte Support-Relation. Also wir haben Mechanismen oder Strukturen, also Graph Networks, ja, die auf Graph Strukturen operieren, ja. Und in diesen Graphen haben wir dann zusätzlich hier zu den Kanten und zu den Knoten, wir haben eine globale Attribute für das Problem U. Und wir bekommen am Ende natürlich globale, also verarbeitete bzw. modifizierte globale Attribute. Also zum Beispiel, wenn es, da könnte ja diese globale Information sein, also globalen Attribute, die Änderungen in der Szene, ja, also die Änderungen, die man in der Szene oder in den Graphstrukturen hat. Der zentrale Block, wie ich bereits erwähnt habe, oder die zentralen Komponenten sind einmal ein Input-Graph, einmal ein Output-Graph und natürlich Kanten und Knoten und Attribute, ja, dieser Kanten und Knoten, die sich natürlich verändern können. Und ich will kurz auf die Details hier eingehen, wie das Ganze hier aufgebaut und funktioniert. Das heißt, wir haben zunächst mal das Graph Network Block und wir haben Input Graph und Output Graph. Und wir haben irgendwelche Kanten und Knoten und Relationen. Und man sieht hier, man bekommt etwas, was anders ist. Muss nicht das gleiche sein, wie hier auf der Folie dargestellt ist. So, gucken wir mal diese Input- und Output-Graphen kurz an. Das heißt, die Input- und Output-Graphen, die kennen wir, das sind Knoten und Kanten und mit bestimmten Attribute. Attribute zum Beispiel könnten jetzt, also wenn wir jetzt hier an unseren Support-Graphen denken oder Relationsgraphen, die Relation zwischen Objekten beschreiben, könnten natürlich die Knoten hier die Objekte sein mit irgendwelchen Attributen dieser Objekte wie Größe, Farbe, Label, also Namen von den Objekten. Und die Kanten, die könnten natürlich die Relation, also die Kanten, zwischen zwei Knoten in diesen Input- oder Output-Graphen, die können ja die Relationen sein. Also wie auf, beziehungsweise links von oder rechts von. So, und die Frage ist, wie sieht dieser zentrale Block aus? Und dieser zentrale Block hier, dieser zentrale Block, wie ich bereits erwähnt habe, Entschuldigung, bevor wir auf den zentralen Block eingehen, gehen wir auf diese Eingang- und Input- und Output-Graphen. Ich dachte, ich hätte sie erledigt, aber anscheinend nicht. Das sind gerichtete Attributed Multigraphs. Also Multigraphs bedeutet, dass man mehr als eine Kante zwischen zwei Knoten hat und auch so Schleifen, also Self-Edges hat. Man sieht hier, man hat Knoten V mit einer Menge, also Anzahl NV und für jede Knote haben wir bestimmte Attribute und diese Attribute aus der Menge
R hoch dv, also man, wie ich bereits erwähnt habe, die Knoten, die können ja mehrere Attribute sein, also wie Name vom Objekt, Position vom Objekt, Farbe vom Objekt, Gewicht vom Objekt und so weiter und so fort. Dann die Kanten, und bei den Kanten haben wir immer Attribute dieser Kante. Ja, da können ja mehrere Attribute, mehrere Relationen sein. Und dann haben wir die Start- und Endknoten, sag ich mal so. Also RK und Sending- und Receiver-Knoten. Und dann haben wir hier diesen globalen Attribut-Parameter, der wie bereits irgendwelche übergreifende Informationen repräsentiert. Werden wir gleich Beispiele auch hier sehen. So, das heißt, und natürlich am Output haben wir auch so einen globale Attributes, Attribut-Vektor, V-Strich, der sich aus bestimmten Verarbeitungsprozessen hier und aus dem ursprünglichen globalen Attribut U entsteht. Aber wie sieht hier dieser Block in der Mitte aus? Und wie man sieht hier, dieser Block ist wiederum auch ein Graph, und dieser Graph hat mehrere Update- und Aggregationsfunktionen, Aggregation Functions. Man hat ja hier drei Update-Funktionen, das sind immer diese Phi für die Edges, das ist Phi für die Kanten, also Phi V, und Phi für das Update von den globalen Attributen. Dann hat man drei Aggregationsfunktionen, das ist einmal Rho, und die aggregiert die Information von allen Edges, also von allen Kanten auf die Knoten. Dann nochmal eine Aggregationsfunktion von den Kanten auf die globalen Attribute von diesem Graph Network. Und anschließend noch eine Aggregationsfunktion Rho von den Kanten auch auf den globalen Attributen. Also wie ist hier dargestellt? Man sieht hier diese Kanten, Kanten, die von den einzelnen Knoten hier, sag ich mal so, in diesem Graph Network Block oder mit die Knoten miteinander verbinden. Und der Prozess, wie diese Information verarbeitet wird, würde ich gerne kurz anhand von einer Animation hier erklären. Das heißt, einmal werden die Kanten basierend auf Sender, Empfänger und auf dem globalen Zustand hier aktualisiert. Das ist nichts anderes als diese Funktion hier Phi, Phi E, damit wir die Kanten für unseren Ausgangsgraph bekommen. Und man sieht hier, die hängt natürlich von E, und die hängt von Sender und Empfänger und von diesen globalen Attributen hier. So, und das macht man natürlich für jede Kante. Ja? Also man sieht hier in diesem Graphen, für jede Kante muss man das hier machen. Dann muss man ein Update für die Empfängerknoten, also Receiving Nodes, machen. Und wie man sieht hier, dieses Update erfolgt mit Hilfe von der Update-Funktion Phi V. Und Phi V hängt von V, von den Global-Attributen, und natürlich hängt von dieser anderen Update-Funktion, Aggregationsfunktion, und zwar die Aggregation der Information über die Update von Kanten, ja, zur nächsten Stufe. Ja. Und das muss man also jetzt hier für alle Knoten machen, dieses Update, also für Knoten V1, V2 und V3, und anschließend natürlich ein Update vom globalen State. Das heißt eigentlich diese Phi U, und diese Phi U, wie wir sehen, hängt von dem initialen globalen von den globalen Attributen U und hängt natürlich von dem Update Rho I U und Rho V U. Ja, so. Was bedeutet das eigentlich? Was hat man hier gemacht? Und warum sollte jetzt so eine, naja, auf dem ersten Blick so eine komplexe Art Struktur oder komplexe Struktur hier effizienter sein oder die Probleme beseitigen, die wir vorher
erklärt haben. Also variable Anzahl von Eingängen, die unterschiedliche Permutationen der Eingänge. Sieht man hier auch, dass die Permutation der Eingänge hier von den einzelnen Knoten in diesem Block auch keine Rolle spielt. Was hat man eigentlich hier gemacht? Eigentlich hat man unglaublich viel Wissen hier reingesteckt. Also man hat viel rumgebastelt. Ja. Man hat eigentlich so sehr geholfen bei der Suche nach einer Lösung für ein bestimmtes Problem, indem man Struktur reingebracht hat. Also man hat irgendeine Struktur sich hier überlegt, eine sehr intelligente Struktur, die unglaubliche Performance oder sehr gute Performance hier erreichen wird, und zwar im Hinblick auf die Manipulation oder die Verarbeitung von Graphstrukturen. Das heißt, was man hier eigentlich macht, man hat so das Problem so vorstrukturiert. Und wenn man, das heißt, man hat mehr oder weniger inductive Bias in das Lernproblem oder in das Problem allgemein hier eingeführt, um tatsächlich Lösungen generieren zu können, beziehungsweise Probleme zu beseitigen, die bisherige Methoden oder Ansätze nicht konnten. So, und das ist ja auch nichts Neues, sondern das sind Sachen, die man immer wieder macht. Und das sind ja Beispiele, zum Beispiel hier aus die CNNs. Also CNNs benutzen Faltungskernels, ja. Das heißt eigentlich, die zum Beispiel bei diesen Kernels, wie man das hier sieht, hat man so eine Invarianz bezüglich Translation, weil die Features, die können extrahiert werden, unabhängig von der Position eines Pixel im Bild, ja, weil wir immer wieder den gleichen Kernel hier benutzen. Auch diese Features, die wir extrahieren oder lernen mit so einem CNN, die hängen nur so von den Nachbar, von den Pixeln in der Nachbarschaft ab. Das heißt, wir haben so eine Lokalitätseigenschaft. Es gibt aktuell auch eine sehr interessante Arbeit, die SE3-Netz, ja, also auch so ein tiefes neuronales Netz, was SE3-Transformationen prädiziert, ja, also wie sich Objekte in einer Szene bewegen würden oder wie eine Szene sich verändert, und zwar im Sinne von SE3, also Rotation und Translation von einem Objekt, wenn man bestimmte Aktionen auf die Szene ausführt, auf die Objekte, wie Push-Aktionen, also Schubs-Aktionen. Ja? Und was man hier tatsächlich nutzt, ist die Tatsache, dass die Objekte sich wie rigide Objekte bewegen, wenn man sie anschubst. Ja? Das heißt, man führt hier Wissen ein, was helfen soll, um bessere Vorhersagen oder beziehungsweise bessere Lösungen für das Problem zu erreichen oder um eigentlich die Suche nach Lösungen vielleicht zu lenken. Ja, auch oft hat man ja mehrere Lösungen für ein Problem und man will eine von die und viele von denen sind vielleicht gut und man will eine von denen auswählen. Und durch dieses Inductive Bias, also diese Einführung von Inductive Bias hier, kann man natürlich eine Vorstruktur beziehungsweise hier die Suche nach Lösungen steuern. Und das ist, was Graph Networks eigentlich haben. Graph Networks machen massiven Einsatz von dem, was man Relational Inductive Bias nennt. Ja? Man hat gesehen, ja, diese Struktur von diesen zentralen Blocks, die hat ja viel eigentlich. Also man hat natürlich die Update-Funktionen, die Aggregation-Funktionen und natürlich diese Update-Funktionen, die werden wiederverwendet für alle Knoten und alle Kanten. Das ist ähnlich wie diese Faltungskernels bei den tiefen neuronalen Netzen, die wir um das Bild drumherum führen, um etwas zu machen. Das heißt, diese Update-Funktion, die implementiert man auch für diese Graph-Networks als Multilayer-Perzeptoren oder als CNNs. Ja? Die Aggregation-Funktionen, also Rho I zu V, I zu U und V zu U, die sind invariant zu Permutationen des Inputs, ja, also wie die Reihenfolge der Input-Signale oder Parameter sind. Und die erlauben natürlich eine beliebige oder variable Anzahl von Argumenten. Das ist ja, was wir unser Problem war.
wo wir jetzt eine beliebige Anzahl von Objekten in der Szene haben und wo wir die Relationen zwischen diesen Objekten zum Beispiel mit Hilfe von einem neuronalen Netz lernen, was so nicht so einfach geht, ja, ohne Retraining und Neudesign von dem Netz. Und diese Aggregationsfunktionen bei den Graph-Networks, die werden zum Beispiel als Summi-, Mittelwert- oder Min-Max-Funktionen realisiert. Das heißt, eigentlich die Kanten, die wir hier in so einem Graph-Network haben, die beschreiben für uns, wie Entitäten oder in unserem Fall jetzt Objekte, in unserem Beispiel, miteinander interagieren. Das heißt, diese rechnerische oder computational Abhängigkeiten, die wir haben, zum Beispiel in Abhängigkeiten von Anzahl der Objekte, die Relationen, die uns interessieren und so weiter und so fort, die ist reflektiert in den relationalen Strukturen von diesen Graph-Networks. Zum Zweiten benutzen wir natürlich diese Update-Funktionen. Also die Update-Funktionen werden, wie bereits erwähnt hier, wieder verwendet für alle Kanten und für alle Knoten. Und wir sind im Variant bezüglich Permutationen der Input der Aggregationsfunktionen. Das heißt, das, was man so kombinatorische Generalisierung hat, ist dadurch natürlich ermöglicht, weil man so eine Struktur hier geschaffen hat, die sowas auch erlaubt. So, wie funktionieren diese Graph Networks? Das heißt, die Graph Network Blocks, die wir gesehen haben, die können natürlich kombiniert werden und nicht nur das, was wir bis jetzt gesehen haben, zu noch komplexeren Modellen. Und ein Modell, was so bekannt ist oder ein Muster von diesen komplexen Modellen, ist der sogenannte Encode-Process Decoder. Das heißt, man encodiert hier ein Input-Graph und bildet das mit Hilfe von einem Encoder-Graph-Network hier in einen latenten Graphen, der als Input ist für ein Core Graph Network, was man eventuell mehrmals, also M mal hier durchführt, ja, oder ausführt, um eine latente Repräsentation also zu generieren, die wiederum von einem Graph Network dekodiert wird, um diesen Ausgangsgraph zu bekommen. Also Input ist Graph, dann haben wir ein Encoder Graph Network, der praktisch diesen Graph in eine latente Repräsentation, also von diesem Graphen überführt. Mit dieser latenten Repräsentation führt dieser Core hier eventuell mehrmalige Verarbeitungen hier in diesem latenten Raum oder mit diesem latenten Graph hier, generiert einen Output-Graph im latenten Raum oder einen latenten Output-Graph, der wiederum dekodiert wird von einem Graph-Network, um diesen Output-Graph hier zu erzeugen. So, und das ermöglicht tatsächlich diese Art und Weise, wie das Ganze hier strukturiert ist oder definiert ist, sehr effiziente und beziehungsweise ML-friendly Data Processing, ja. Und natürlich durch diese mehreren Processing Steps, die man hier durchführt, kann man natürlich oder wird die Information zu allen, also entlang aller Kanten von diesem Graphen hier propagiert. So, nun war das ein bisschen zur Einführung und zu theoretisch und deshalb würde ich gerne mal ein Beispiel und nicht nur dazu, sondern Beispiele zu dem, was wir bis jetzt in diesem Kapitel gelernt haben, bringen aus unserer eigenen Forschung. Einmal tatsächlich, wie wir Graph-Netzwerke, ja, also Graph-Networks einsetzen können, um zweihändige Aktionen im Kontext von Programmieren durch Vormachen zu erkennen. Ja, also es ist was ganz anderes, hat jetzt mit Objekten, vielleicht hat der eine oder andere etwas mit Objekten und Support Relations und Ähnliches erwartet, aber ich will zeigen, wie wir Graph Networks nutzen, um
Action Recognition, also Aktionserkennung, und zwar nicht nur einhändige Aktionen, sondern bimanuelle Aktionen erkennen können. Also wir Menschen haben wir zwei Hände und wir führen immer Aktivitäten, die zweihändige Manipulationen erfordern, und wir entwickeln natürlich humanoide Roboter, die zwei Arme haben, und die sollen gefälligst auch was damit machen. Und das zweite Beispiel zu den Relationen, also wie wir Objekte in einer Szene platzieren, basierend auf diese Polarkoordinaten-Repräsentationen von Relationen, und zwar einen Schritt weiter, wo tatsächlich diese Instruktionen zur Manipulation der Szene aus natürlicher Sprache kommen, und am Ende, wie wir diese Support-Relationen, die wir auch kennengelernt haben, nutzen, um zum Beispiel Seiteneffekte bei zweiarmiger Manipulation, robotischer Manipulation hier zu vermeiden. Also dass Objekte fallen, wenn man zum Beispiel ein anderes Objekt wegnimmt. So, also wir fangen an und zwar mit dem ersten Beispiel, wie ich bereits erwähnt habe, im Kontext von Programmieren durch Vormachen wollen wir vom Menschen lernen. Ja, also wir wollen tatsächlich, dass unsere Roboter diese Strategien, Manipulationsstrategien von Haushaltsaufgaben, also Aufgaben im Kontext von Haushalt, aber auch anderen Kontext, industriellen Kontext beispielsweise, dass wir daraus hier Programme für unsere Roboter erzeugen. Das ist so das große Paradigma mit Programmieren durch Vormachen oder Imitationslernen. Und wir arbeiten daran, dass wir diese Bewegungsbibliotheken erstellen, aus denen wir, die wir also erstellen anhand von Beobachtungen von Menschen und dann auf Roboter abbilden und dann komplexere Aufgaben damit ausführen können. Sieht man hier ein Beispiel, also zweiarmige Manipulationsaufgaben, etwas rühren hier haben wir gesehen. Um diese Demonstrationen zu segmentieren, also zu verstehen, müssen wir wissen, was der Mensch gerade macht. Also den Tisch annähern, der rührt jetzt gerade, er hält aber mit der linken Hand oder sie hält mit der linken Hand die Schüssel, deshalb hier holt. Dann wird gerade jetzt was eingeschenkt hier, deshalb sieht man hier pur und anschließend abgestellt. Und wenn man natürlich diese Aktivitäten erkennt, dann kann man vieles über die Semantik von menschlichen Aktionen sagen und kann man natürlich die Demonstrationen besser segmentieren. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt hier diese Bewegungsprimitiven lernen will, um die unterschiedlichen Aktionen auszuführen. Und die Idee hier, dass wir tatsächlich räumliche Relationen zwischen den Objekten und der Hand bzw. der beiden Händen, weil es geht um bimanual Action Recognition, nutzen, um die Aktionen zu erkennen, die die einzelnen Hände ausführen. Also pur sieht man jetzt hier idle, aber wir haben gesehen pur, steer, approach, lift und so weiter und so fort. Das heißt, die räumlichen Relationen zwischen Händen und Objekten nutzen, um tatsächlich die Aktionen der einzelnen Hände hier zu erkennen. Die Herausforderungen, natürlich haben wir eine beliebige oder variable Anzahl von ungeordneten Objekten, und da sehen wir, dass das, und wir haben natürlich relevante und nicht relevante Objekte, und man sieht hier, das Ganze schreit gerade nach Graph Networks. Die sind eigentlich dazu gemacht worden, dass man mit variabler Anzahl von Input und ungeordnete Objekte und so weiter und so fort umgehen kann. So, und was machen wir? Wir extrahieren diese räumlichen Relationen, wie wir heute bereits gesehen haben vorher in der Vorlesung. Also mit RGBD-Data kriegen wir diese 3D-Bounding-Boxen von den Objekten. Und zwar, wir machen es frame-wise, also wirklich pro Frame von dieser tiefen Kamera hier. Wir machen eine Schätzung von den 3D-Punktwolken, aber auch von der Hand des Menschen, und extrahieren wir die räumlichen Relationen zwischen denen. Was bekommen wir als Ergebnis? Wir bekommen natürlich einen Graph, was ja diese Relationen beschreibt, ja, beziehungsweise wir bekommen eine Liste von Prädikate, die für uns die räumlichen Relationen zwischen Objektpaaren beschreiben. Also zum Beispiel, dass die rechte Hand einen Kontakt mit dem Messer hat und dass die linke Hand einen Kontakt mit diesem
wie heißt das Ding, Holzbrett hat und dass zum Beispiel hier das Messer auf dem Brett, auf dem Holzbrett ist, dass die Banane auch auf dem Holzbrett ist und dass zum Beispiel das Holzbrett über diese Schüssel ist. Ja? Und sogar so solche komplexeren Relationen wie beispielsweise die rechte Hand und das Messer bewegen sich zusammen. Ja? Also das sind natürlich hier Sachen, die Relationen, die man hier extrahieren muss. Und wenn man das hier hat, diese Prädikate, die räumliche Relationen von Objekten beschreiben, dann kann man natürlich aus diesen räumlichen Relationen beziehungsweise aus dieser Liste von Prädikaten so einen Szenengraph, was die räumlichen Relationen beschreibt. Und was wollen wir? Das ist unser Graph Network, was wir kennengelernt haben. Das ist der zentrale Block, was wir heute gerade gesehen haben. Und dann haben wir Input Graph. Dieser Input Graph sind diese räumlichen Relationen zwischen diesen Objekten in der menschlichen Demonstration. Und wir wollen jetzt was ganz Kurioses damit machen. Wir wollen tatsächlich als Output wollen wir keinen Graphen. Wir wollen nur die Wahrscheinlichkeit für die Aktionen, die gerade der Mensch ausführt. Also wir wollen am Ausgang nicht einen Graphen, jetzt die veränderten Relationen oder so, sondern wir wollen eine Aussage, ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit führt gerade der Mensch jetzt die Aktion einschenken, beziehungsweise halten oder rühren oder hämmern oder sägen und so weiter und so fort. Und da will ich ganz kurz hier mit euch durchgehen und zeigen, wie wir Graph Networks hier nutzen, um das hier zu realisieren. Also räumliche Relationen als Input und Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Aktion der linken oder der rechten Hand im Falle von Bimanual Action Recognition als Ausgang. Und die Details dazu in diesem sehr aktuellen Paper, also zum Thema Lernen von Objekt-Aktionsrelationen, aus zweihändigen Demonstrationen des Menschen mit Hilfe von Graph Networks. So, das heißt, wir gehen mal jetzt hier und gucken uns an, wie muss man das Ganze hier encoden oder repräsentieren, damit wir diese Graph Network Strukturen, das erkennen wir ja wieder, das ist ein Graph als Input, dann haben wir ein Encoder Process Decoder Modell von diesem Graph Network, also latente Repräsentation von diesem Graph, und dann hier haben wir unser Core, wo wir das mehrmals ausführen, und dann eine latente Repräsentation hier vom Output und dann ein Decoder Graph Network, was wahrscheinlich einfach ist, weil das nur eine Wahrscheinlichkeit über die einzelnen Aktionen oder Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Aktionen darstellen soll. So, wir encodieren diese Spatial Relation an Szenengraph. Die Knoten sind die Hände, beide Hände und alle Objekte in der Szene, und die Kanten sind Relationen zwischen diesen Objekten. Und sieht man hier Beispiele, also das ist ja eigentlich auch die Liste der Prädikate, die man hier sieht. Und wir sehen hier, wir haben zum Beispiel eine ganze Menge von Relationen, die wir betrachten, und die Relation above, die ist jetzt hier nicht zwischen rechte Hand und Knife, also die ist nicht gegeben und deshalb ist hier ein Kreuz, wenn man so will. Während hier Messer ist auf dem Brett beispielsweise, und Messer hat Kontakt mit dem Brett, deshalb sind die hier gegeben. Ja, aber wir brauchen natürlich irgendwelche numerischen Input-Vektoren, ja, die das hier beschreiben. Das heißt, wir müssen diese Zusammenhänge, die wir bis jetzt kennen, irgendwie abbilden auf numerische Vektoren. Und deshalb repräsentieren wir diese Szenengraphen oder den Input-Graph für die Graph-Networks auf diese Art und Weise für die Knoten. Die Knoten sind die Objekte und die Hände, wie wir bereits erwähnt haben und wie wir gesehen haben. Jede Knote hat bestimmte Attribute, und für die Repräsentation der Knotenattribute benutzen wir
ein One-Hot-Encoding der Objektklassen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet hier, wir haben ja 12 unterschiedliche in dem Beispiel, in dieser Arbeit, über die wir gerade reden, haben wir 12 unterschiedliche Objektklassen. Das heißt, wir haben Vektoren hier der Dimension 12 und man sieht hier, die rechte Hand ist dann repräsentiert hier mit dieser One-Hot-Encoding mit einer 1 hier an dieser Stelle. Ja? Auf die gleiche Art und Weise können wir so ein Encoding für die Kanten bzw. die Kantenattribute durchführen und für die Kantenattribute speziell hier 0,1 Vektoren, die für uns die Relationen beschreiben. Also wie ich bereits erwähnt habe, hier beispielsweise die Anzahl der räumlichen Relationen 15, das heißt wir haben so 15 dimensionale Vektoren. Und jede Komponente von diesem Vektor, in diesem Vektor steht für eine Relation. Das heißt zum Beispiel hier Kontakt 1, above ist nicht gegeben, die Relation, deshalb 0. Dann fix moving together, dann eine 1, das ist wahrscheinlich das Messer in der rechten Hand. Ja, also da sieht man hier auf die Art und Weise, hat man diese Kanti oder Kantenattribute mit Hilfe von diesem 15-dimensionalen Vektor beschrieben. So, wir haben ja diesen berühmten Vektor U und U haben wir gesagt bei einem Graph-Network, das sind die globalen Attribute. In dem Fall verwenden wir das gar nicht. Ja, also das ist, muss nicht immer verwendet werden. In dem Beispiel hier ist es tatsächlich nicht benutzt. So, nun, wir müssen ja die Aktionsklassifikation, ich meine, wir müssen ja wirklich Wissen in das System reinstecken. Das heißt, wir müssen alles so vorkauen, dass diese Strukturen, die wir hier schaffen, mit beliebiger Anzahl von Objekten, beliebiger Ordnung von Objekten auch umgehen können. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Arbeit hier reinstecken und rein investieren. Deshalb müssen wir da auch die Aktionen repräsentieren oder encoden. Das heißt, wir müssen eigentlich unser Output-Graph auch encoden. Und wie ich bereits erwähnt habe, wir haben keinen Output-Graph, sondern wir wollen ja nur wissen, welche Aktion wird gerade ausgeführt. Ja? Und deshalb die Knoten und Kanten und deren Attribute, die werden nicht verwendet in dem Beispiel. Aber was verwendet wird, ist der globale Attribute-Output. Und zwar dort oder damit beschreiben wir die Aktionswahrscheinlichkeit. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade eine Aktion ausgeführt wird. Und dieser Global-Attribute-Output, das ist ein 14-dimensionaler Vektor, der die 14 unterschiedlichen Aktionen, die wir betrachten, beschreiben, wobei P ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von einer Aktion ist. Und diese Aktionswahrscheinlichkeiten, die werden mit Hilfe von so einem Softmax Layer, also man nehme jetzt das, was kommt als Global Attribute Output, da kommen irgendwelche realen Zahlen und man bildet diese realen Zahlen mit Hilfe von Softmax auf eine Zahl zwischen 0 und 1 ab. Ja, wobei die Summe aller P14, also P1 bis P14, 1 ist. Das heißt, man kann das als eine Wahrscheinlichkeit interpretieren. Ja, also reale Werte kriegen wir als Output, Global Output, Attribute Output. Und diese realen Werte für die 14 unterschiedlichen Aktionen bildet man mit diesem Softmax Layer auf einem Wert zwischen 0 und 1, wo dann die Summe von allen diesen 14 Werten 1 ist, was man dann als eine Wahrscheinlichkeit interpretieren kann. Und wir machen das nur für die rechte Hand. Ja? Das heißt, wir machen hier, oder zunächst mal für die rechte Hand, wir machen es auch nur für die linke Hand und da werde ich gleich drauf kommen, warum wir das nicht so für die linke Hand machen oder nicht notwendig ist, so zu machen. Also wir machen auch ein One-Hot-Encoding für die Aktionen. Also wir haben 14 Aktionen und wenn die Aktion Pouring hier auftritt, dann natürlich an der Stelle hier muss dieser Vektor hier eine 1 haben und dann abgebildet auf Aktionswahrscheinlichkeit. Was machen wir eigentlich für die linke Hand? Wir wollen ja bimanuelle Aktionen erkennen.
Naja, also für die linke Hand könnte man natürlich das Gleiche machen, auch One-Hot-Encoding für die linke Hand. Aber warum eigentlich, wenn wir wissen, dass wir die Graphstrukturen, die wir für die rechte Hand nutzen, dass um die Aktionen der linken Hand zu erkennen, die Graphstruktur nur spiegeln müssen. Ja? Das heißt, den Input-Graph, was wir für die rechte Hand gemacht haben, wir können das spiegeln. Alles, was links und rechts ist, können wir spiegeln und dann können wir nochmal klassifizieren, basierend, also mithilfe von diesen gespiegelten Graphen oder mithilfe von diesen Graphen, in denen links und rechts gespiegelt ist. Und das ist immer das Gleiche, wenn wir als ein Bild machen, nehmen, RGBD-Bild und machen Feature Extraction oder wir spiegeln das Bild und machen wir auch Feature Extraction, dann werden wir immer die gleichen Feature bekommen. Da wird ja kein, das heißt, die gleiche Idee können wir jetzt hier tatsächlich für die linke Hand machen, beziehungsweise für den Input-Graph der linken Hand, indem wir den Input-Graph für die rechte Hand spiegeln und diese Klassifikation durchführen. So, und was bedeutet das, um bimanuell dann Aktionen zu erkennen? Wir müssen diesen Graph, müssen dieses Graph-Netzwerk zweimal ausführen. Einmal auf dem originalen Szenengraph für die rechte Hand und einmal auf den gespiegelten Szenengraph sozusagen für die linke Hand. Und was machen wir dadurch eigentlich? Das ist ja nichts anderes als diese Idee von Inductive Bias. Also wir führen eigentlich Inductive Bias in das System ein, weil die linke Hand und rechte Hand bewegen sich ja eigentlich ähnlich. Das heißt, auf diese Art und Weise kann das Netzwerk kleiner werden. Also wir haben eine Dimension vom Ausgang ist 14 statt 28. Also statt dass wir die 14 unterschiedlichen Aktionen für die linke und rechte Hand, also insgesamt dann 28 betrachten, haben wir nur ein Output von 14 und müssen wir aber dieses Netzwerk zweimal, einmal für das Original-Szenengraph und einmal für das Gespiegelte, um die Aktion der linken und rechten Hand zu benutzen. Und wie bereits erwähnt haben, die Daten benutzen wir natürlich für die zwei Hände, das heißt zwei Szenengraphen pro Frames werden verarbeitet. So. Somit haben wir alle Vorbereitungen getroffen, damit dieses magische Graph-Netzwerk irgendwas machen kann. Und was machen wir hier? Nichts Neues eigentlich, dass wir nutzen ein klassisches, also hier ist nichts Neues, sondern man merkt hier ja eigentlich, die Kunst liegt darin, wie man dieses Input-Graphen kodiert und vorbereitet, damit man so ein Graph-Netzwerk, also wie man wirklich alles strukturiert, wie das Input-Graph designt werden muss und was ist das und wie das Output-Graph, in unserem Fall das Output-Graph ist nur eine Wahrscheinlichkeit der Aktionen, wie die designt werden müssen, damit diese Graph-Networks irgendwas damit machen. Und wie ich bereits erwähnt habe, wir nutzen eine klassische oder Standard-Encode-Prozess, die Code-Architektur von diesen Graph-Networks, was wir vorher gesehen haben, also Encode, Prozess und dann Decode. Und ein paar Details hierzu. Alle Update-Funktionen haben wir natürlich, werden verwendet und für diese und müssen natürlich irgendwie realisiert werden. Und für diese Update-Funktionen Phi E, Phi V und Phi U benutzen wir die gleiche Netzwerkstruktur. Und zwar nutzen wir ein MLP, also Multilayer Perceptron, mit zwei Layers und 256 Neuronen. Da sieht man hier also für den Encoder hat man hier die unterschiedlichen Funktionen, einmal im Encoder, einmal im Core und einmal im Decoder. Da sind überall dabei diese vier Funktionen, diese Update-Funktionen. Und für jede dieser Funktionen benutzen wir so ein MLP mit zwei Layers und 256 Neuronen. Deshalb sind das insgesamt 9 MLPs,
die man hier trainieren muss. Ja, das sind diese neun, die man hier, die drei in jedem blauen Box. Für die Aggregationsfunktionen, die natürlich in diesem Graph Network notwendig sind, also sieht man hier die Struktur von zu einem MLP, 206, zwei Layers mit A, 256 Neuronen. Und für die Aggregationsfunktionen benutzen wir einfach die Summe. Ja, also die Summe von allen Inputs von so einer Funktion. Und die Processing Steps, also dieses mal M hier, was wir haben in diesem Graph Network Core, machen wir 10-mal. Also das sind diese Processing Steps hier von dem Core. Und wie ich bereits erwähnt habe, die Aggregationsfunktion, die Aggregation Functions ist nichts anderes als eine Summe. Das gleiche hier Decoder mit einem Softmax am Ende. Und wie ich bereits erwähnt habe, mit diesem Softmax bedeutet, dass wir den Ausgang hier abbilden auf einem Wert, was zwischen 0 und 1 ist, was man mit einer Wahrscheinlichkeit assoziieren kann über die aktuell ausgeführte Aktion. Und was ist unser Output-Graph? Also Input-Graph waren natürlich hier diese Relationen zwischen den Händen und den Objekten, diese Listen von Prädikaten bzw. die räumlichen Relationen. Und als Output ist eigentlich nur unser U. Der Global Attribute Output, U', der für uns nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit einer Aktion darstellt. Und natürlich bei dem Input hier haben wir diesen globalen Attribute-Parameter nicht verwendet. Wir haben nur die Relation zwischen den Objekten verwendet. So, und damit kann man tolle Sachen machen. Also wir haben natürlich hier, dazu braucht man noch Daten, muss man an der Stelle auch sagen. Ist damit nicht getan, dass man das alles so macht, sondern man braucht Daten und man braucht gelabelte Daten. Ja? Und wir haben hier einen Datensatz, der ist auch öffentlich verfügbar. Für alle, zu unserem besten Wissen, ist das der erste RGBD-Datensatz für Bimanual Action Recognition. Ja, kennen wir solche Datensätze, die für den Zweck nicht, zumindest als das Paper hier oder die Arbeit fertiggestellt wurde. Das heißt, RGBD-Videos, wie man sieht hier, Menschen, die solche Aktionen ausführen, 6 Probanden, 9 Aufgaben, jeweils 10 Wiederholungen und dann Labeling, manuelle Annotation von allen Aktionen für jede Hand und in jedem Videoframe. Ja, also was die linke Hand gerade macht, was die rechte Hand gerade macht und in jedem Frame, muss man sich vorstellen, natürlich viel Handarbeit. Und was sind die Ergebnisse? Die Ergebnisse natürlich von diesem Graph Network. Die Ergebnisse ist natürlich, dass man hier in der Lage ist, jetzt frameweise die einzelnen Aktionen der Handy auszugeben bzw. zu bestimmen. Das sind natürlich sehr qualitative Ergebnisse, nur anhand von einem Video. Da sieht man hier, dass immer hier das Label von der Aktion, die gerade ausgeführt wird, gehighlightet wird, sowohl für die linke Hand als auch für die rechte Hand. Die rechte Hand rührt die ganze Zeit, deshalb ist hier Steering, aber wir werden gleich sehen, Place und dann Retreat, also auch zurücktreten. Und man hat vielleicht gesehen, dass es so ein paar Verwechslungen kommt. Das ist natürlich auch eine Sache und da werde ich kurz mal drauf eingehen. Verwechslungen und zwar, wir haben ein Problem, dass natürlich diese Extraktion von den 3D-Bounding-Boxen für die Handy und für die Objekte natürlich verrauscht ist. Oft hat man falsche Objektgeometrie, führt dazu, dass man hier falsche räumliche Relationen, insbesondere die Extraktion von Kontaktrelationen ist sehr schwierig, könnte man sich vorstellen, aus reinen RGBD-Daten. Auch viele Objekte wie Hammer und Säge, natürlich, wenn man die Aktion hier ausführt und frontal, da kriegt man ganz, ganz dünne Bounding-Boxen, die man vielleicht nicht so gut auch verarbeiten kann oder die werden auch gar nicht so gut erkannt. Aber die Frage war für uns, war dieses Graph Network
allgemein in der Lage, die richtige Aktion zu erkennen. Ja, weil das war ja das Ziel, aus diesen Relationen, räumlichen Relationen von zwischen Objekten und Händen, wollten wir eigentlich Aktionen klassifizieren, erkennen. Und wir Entschuldigung. Und wir wissen ja, wir können die Aktionen für beide Handy klassifizieren mit Hilfe von dem Netzwerk. So, natürlich die Aktionen, die sind gelabelt. Das heißt, wir haben ja ein Ground Truth und der Output hier, was das System liefert, ist sowas. Also, dass die Wahrscheinlichkeit für Hold hier, also diese Balken, die sollen ja die größere Wahrscheinlichkeit hier für eine Aktion darstellen. Und man sieht hier als Output der Aktionsklassifikation würde sowas kommen. Das heißt, so die Aktion Hold hat eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das ist, was man als Output bekommt, obwohl die richtige Aktion eigentlich, wir kennen das, weil das alles ja, weil wir ja die Ground Truth Daten haben, ist die Einschenkaktion, also pur. Ja. So, die Option 1, um das jetzt zu analysieren, so ein bisschen quantitativ zu evaluieren, das Ganze, dass man sagt, man betrachtet die Top Predicted Action Aktionen. Also wurde die Top Predicted Action Class korrekt erkannt. Ja. Das heißt, man sagt, okay, ich betrachte nur die Aktion mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die vom System geliefert wurden. Also nur die Top-Kandidaten. Und den zweiten bzw. den dritten, den ignorieren wir, obwohl die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß ist. Sieht man, in dem Beispiel wäre das fatal, weil eigentlich die zweithöchste Wahrscheinlichkeit hier ist für die wäre die richtige Aktion, dieses Einschenken, ja, aber man würde hier bei einer Top 1 oder Top 1 Auswahl die richtige Aktion schließen. Die andere Variante, dass man sagt, okay, ist einer der drei Top-Kandidaten die korrekte, liefert einer der drei Top-Kandidaten die korrekte Antwort. Und wie man hier sieht, die korrekte Antwort ist einschenken, das wissen wir aus unseren Ground-Truth-Daten. Also wenn wir die Top 3 nehmen, dann würde man immer die richtige Aktion dabei haben. So, das heißt, wir betrachten jetzt hier die zweitgerankte und drittgerankte Prädiktion. Und man muss sich erinnern, also wir müssen das für alle 14 Aktionen betrachten und das sowohl für die linke und auch rechte Hand, also insgesamt 28, wenn man so will. Und das sind ein paar Ergebnisse und wie wir das hier evaluiert haben, da will ich jetzt nicht so sehr auf die Details eingehen, aber sieht man hier ein paar Probleme, also dass es zum Beispiel hier Konfusionen gibt. Also einmal hier diese Konfusionsmatrix, wenn man nur das beste Score für die Prädiktion hat, also Top 1 bzw. die 3, also die zwei hier Optionen, die wir gerade betrachtet haben. Also nicht nur ob jetzt das Beste, nicht nur das Beste betrachten, sondern ob eins der ersten drei Top Prädiktionen, die das korrekte Ergebnis beinhaltet. Und da sieht man hier, das sind hier die richtigen Aktionen dargestellt, also Wipe, Drink, Screw, Steer, Saw, Hammer, Cut und so weiter und so fort, bis zu Idle, Approach, auch annähern, also auch Tisch annähern ist dabei oder vom Tisch zurücktreten oder hochstellen. Und unten hier auf der Abszisse die prädizierten Aktionen von diesem Graph Network Struktur. Und da sieht man hier, dass man natürlich hier ein paar Probleme noch hat. Ja, und gucken wir mal diese Probleme genauer an, und zwar die Hauptkonfusionen oder Verwechslungen der Aktionen, die auftreten. Also oft wird jetzt hier
Beispielsweise Place ist gut, aber Place wird verwechselt mit Segen, ja, 21%, 0,21, beziehungsweise mit Pur, ja, mit 0,02 oder auch mit Drink mit 0,17. Und der Grund dazu ist, dass wir keine Relation zum Tisch oder also wo die Objekte drauf sind, hätte man eigentlich machen sollen, beziehungsweise keine Orientierungsrelation hier berücksichtigt wurden. Das zweite Problem, diese Idle, Annähern, Retreat, Lift und Place, da gibt es eine große Verwechslung, wie man sieht hier in dieser Matrix hier. Und das liegt daran, dass wir tatsächlich nur statische Relationen betrachten und keine dynamischen Relationen. Weil, wie wir wissen, Approach, da nähert man sich einem Objekt oder Retreat, da geht man ja weit weg von Objekt. Oder bei Lift, da ändern sich auch die räumlichen Relationen zwischen dem Objekt und dem anderen Objekt, auf dem das manipulierte Objekt war. Das gleiche auch für Replace. Das heißt, da muss man natürlich hier an diesen dynamischen Relationen mal arbeiten und schauen, wie man zusätzlich zu statischen räumlichen Relationen auch dynamische Relationen hier betrachtet. Aber natürlich die Extraktion von diesen dynamischen Relationen bringt ein paar Probleme mit sich, weil deren robuste Extraktion ist keine triviale Aufgabe. Rauschen etc. Hämmern und Sägen. Das sind, weil die zwei Objekte aus Sicht der Kamera, also sowohl die Säge als auch der Hammer, tatsächlich sehr klein sind, sodass diese 3D-Bounding-Boxen, sodass es schwierig ist, oder die Extraktion von 3D-Bounding-Boxen von tiefen Bildern hier nicht zuverlässig in allen Situationen erfolgt hat. So, wenn wir jetzt die Top 3 Kandidaten haben, dann sieht man, dass die Effekte eigentlich ähnliche Effekte beobachtbar sind, aber natürlich die Größe der Verwechslung ist ein bisschen kleiner. Also wir haben hier zum Beispiel bei Place hatten wir 0,2 und 0,17, hier haben wir 0,13, aber haben keine einzige 0,2 hier. Das heißt, die Ergebnisse, die werden besser, aber noch nicht so ganz perfekt. Gut, somit habe ich hier euch eine sehr konkrete Implementierung und Realisierung von der zweihändigen Aktionserkennung mit Hilfe von Graph Networks präsentiert. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht nur einen allgemeinen Eindruck hier über die Verwendung von Graph Networks gegeben, sondern eine sehr konkrete tatsächliche Realisierung oder Idee gegeben, wie man diese Graph Networks hier benutzen kann, um diese und anderartige Probleme zu lösen, immer wenn man irgendwelche Graphstrukturen manipulieren will. Man hat gesehen, der Vorteil ist, dass man natürlich hier Inductive Bias, Relational Inductive Bias durch diese ganzen, sag ich mal, Strukturen, die man in das Problem reinbringt, diese Aggregation-Funktionen, diese Update-Funktionen, wie die Graphen aussehen sollen, die Input-Graphen, die Output-Graphen. Und man hat noch gesehen, das ist damit nicht getan, dass man ein Graph-Network hat, für das natürlich öffentlich verfügbare Implementierungen gibt, die man sofort nutzen kann, sondern man muss viel Arbeit reinstecken, um diese Input-Graphen und Output-Graphen zu designen, ja, und damit man tatsächlich was bekommt, was man hat oder was man versteht, ja. Genau, ich würde weitergehen, obwohl ich ein bisschen lange rede heute, aber ich würde das Kapitel abschließen und noch zwei weitere Beispiele hier bringen für diese räumlichen Relationen, die wir hier betrachtet haben. Wir haben ja die räumlichen Relationen und insbesondere deren Beschreibungen in Polarkoordinaten kennengelernt. Und wir wollen schauen, wie wir, das war ja unser Beispiel und unsere Motivation, put the apple tea in front of the kernel oder put the apple tea
on the other side of the kernel. Ja? Und wir haben gesehen, dass wir jetzt eine mächtige Repräsentation haben, wo wir tatsächlich in front of, other side, näher und far und closer und so weiter und so fort beschreiben können. Und jetzt forschen wir tatsächlich auf diesem Thema und arbeiten wir daran, dass wir jetzt hier diese Relation mit Hilfe von Sprache, natürlicher Sprache spezifizieren. Und die Frage ist, wie man das hier macht. Natürlich hier sprachliche Kommandos, die gelernten Verteilungen von Relationen, das Matching von diesen gelernten Verteilungen von Relationen zu dem, was man in einem sprachlichen Kommando erkennt. Man muss natürlich links von erkennen, left of or near to or closer to. Und wenn man diese Relation hat, dann hat man natürlich etwas mit dieser polaren, mit dieser Repräsentation von Relationen in Polarkoordinaten, kann man natürlich hier in diesen Verteilungen ein Sample nehmen, was diese Position des Objekts, also die angibt, wo das Objekt positioniert werden muss, damit man tatsächlich diese Szene manipuliert beziehungsweise die Zielszene generieren kann. Natürlich, wenn es darum geht, das auszuführen, braucht man ja Bildverarbeitung. Das heißt, dass die Objekte, die im Sprachkommando erkannt wurden, wie T und Kearney hier gematcht werden mit dem, was man gerade sieht. Und diese Polarkoordinaten, Repräsentation von Relationen beziehungsweise die Objektfeatures hier, die müssen gegroundet werden, also verankert werden in der physikalischen Welt, weil das darf jetzt nicht nur hier in rein sprachlichen Bereich bleiben oder anhand von Boxen und Graphen, das muss alles Bezug zur Realität haben, dass wir wissen tatsächlich, wo kann man jetzt dieses Objekt stellen? Wo kann ein Roboter dieses Objekt in der Szene stellen? Wenn wir diese Position haben, dann müssen wir bestimmt mehrere Positionen filtern, die vielleicht nicht ausführbar sind, weil sie für den Roboter nicht erreichbar sind oder weil sie zu Kollisionen oder irgendwelchen anderen Effekten mit anderen Objekten führen. Dann hat man am Ende eine Zielposition, wo man dann vielleicht eine gelernte Aktion oder Bewegungsprimitiv hinnimmt und dann die adaptiert auf diese Zielposition und dann hier ausführt. So, das sind hier so die räumlichen Beschreibungen. Sieht man hier ganz schön visualisiert, also die Beschreibung, keine Ahnung, links von oder das sind unterschiedliche Samples, die man hier nehmen kann, zum Beispiel rechts von oder links von oder far oder weiter links und ähnliches. Und wie ich bereits erwähnt habe, es werden hier Samples für diese Zielposition aus dieser Distribution genommen. Solche, die nicht möglich sind oder nicht realisierbar sind, schmeißt man weg. Und man nimmt, oder wir nehmen hier in dem Beispiel die Top 10 der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionwerte. Und dann nehmen wir zum Beispiel die Kandidaten, die am nächsten sind zu dieser gewünschten Zielposition von dem Objekt. So, und das wollen wir mal ein bisschen angucken, wie das tatsächlich auf dem Roboter dann hier aussieht. Move the apple tea roughly to the left of the kernel bars. Ja, so, und man sieht hier, das sind sehr, sehr fuzzy Beschreibungen von Relationen. Also das heißt, dieser T muss so in der ungefähr links hier von dieser Müsli-Box hier abgestellt werden. Und das sind zwei Ansichten, einmal wie der Roboter hier manipuliert und einmal die Kamerabilder, die eine andere Perspektive, also diese T-Box, die war hier und jetzt soll sie links davon, also links von dieser Müsli-Box gestellt werden. Und da sieht, dass der Roboter hier basierend auf dem, was wir heute alles gelernt haben, natürlich mit dieser Adaption von den Bewegungsprimitiven für Grasp and Place in der Lage ist, diese,
diese T-Box an der richtigen Stelle zu stellen. Ja, wir haben auch andere Relationen kennengelernt in der Vorlesung. Und zwar, wir haben put or place the apple T on the other side of the kernel bar. Ja? Other side, wie wir vorher gesehen haben, Distanz ist nicht wichtig. Das ist nur eine Plus oder Minus Pi eigentlich in dieser Polarkoordinatenbeschreibung von Relationen. Und nochmal hier die zwei Perspektiven auf der Szene oder wie der Roboter hier ausführt. Was ist die andere Seite von dem Objekt? Also da muss man sich auch als Mensch sich überlegen, was das ist. Und das wäre eigentlich die andere Seite hier von dem Objekt. Man sieht also, das ist jetzt nicht nur hier so abstrakte Geschichten, die wir hier erzählen zu diesem semantischen Szenenverständnis, die Extraktion von Relationen, was ja auch natürlich sehr wichtig ist, auch in der reinen Vision Community. Aber wir nutzen natürlich dieses semantische Wissen, dieses Wissen, was wir auch extrahieren hier im robotischen Kontext, um solche Sachen zu machen, um mit einem Roboter mit natürlicher Sprache zu interagieren. Natürlich Beiträge von meinem Kollegen Professor Alex Weibel hier, der das ganze Thema Sprachverarbeitung, Dialogmanagement und Machine Translation abdeckt. Aber wie man sieht hier, man ist hier dem Ziel so der natürlich-sprachlichen Interaktion mit dem Roboter auf diesem Level von semantisches Verständnis von Situationen und Ziele oder Ziele eigentlich ziemlich weit vorne ist. Also ziemlich weit vorne im Hinblick auf auch der Ausführung auf einem Roboter. Also ich will mich jetzt hier an der Stelle nicht loben, aber es ist, glaube ich, schon eine Besonderheit. Ja. Genau. Noch ein Beispiel, und zwar wir haben über Support Relations geredet und wir haben gesehen, dass man nicht nur links von und rechts von, sondern unterstützende Relationen aus visuellen Daten extrahieren kann, dann dass ein Objekt auf dem anderen ist. Und da sieht man hier ganz konkret hier diese Szene und das naheliegend, diese Kaffeefilter hier, wenn man sie hochhebt, also für jeden Menschen, natürlich ist es ein bisschen verkünstelt hier, die Szene, aber damit wir wirklich den Effekt zeigen, jetzt zumindest akademisch jetzt hier in der Vorlesung, aber auch in der Präsentation der Forschung. Wenn ich diese Box hier hochhebe, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Müsli-Box hier runterfallen. Das heißt, wenn man die Szene hier hat, dann kann man natürlich die Support-Graph erstellen. Und man sieht eigentlich in diesem Support-Graph, dass diese drei Boxen irgendwelche Relationen miteinander hat, aber dass beispielsweise diese Prädiktion hier falsch ist. Also, dass beispielsweise jetzt hier das Objekt hier nicht das hier unterstützt, sondern nur in die eine Richtung. Und wenn man diese Support-Relationen hat, dann kann man natürlich eine sichere Manipulationsstrategien realisieren. Das heißt, in dem Beispiel, wenn ich jetzt die Aktion Lift hier, also wenn ich das Objekt hier wegnehmen würde, dann muss ich dieses Objekt hier stützen, beziehungsweise sichern, damit es nicht ungewollt fällt. Ja? Und das ist tatsächlich, was man hier sieht. Also das Beispiel mit dem AMA 3 hier. Und wie man sieht hier die Objektgeometrie, die Support-Relationen und Support-Graph. Und diese Methode ermöglicht uns jetzt hier, also man sieht hier, man sieht hier, das Objekt wird unterstützt von dem Target-Objekt, was wir manipulieren. Target-Objekt ist diese Box 4. Das heißt, in dem Fall, wenn unser Graph das uns sagt, dass zum Beispiel Box 4 auch 3 hier unterstützt, dann müssen wir natürlich das sichern, bevor wir diese Manipulation von dem Target-Objekt hier ausführen. Und da sieht man hier in der Animation, das heißt, man könnte jetzt hier solche Strategien im Falle von einem humanoiden Roboter, also dann
zweiarmige Manipulationsstrategien realisieren, wo man jetzt das eine Objekt praktisch vom Fallen hier unterstützt. So, das heißt, hier kriegen wir natürlich, das sind ein paar Details hier. Und auf der anderen Seite sieht man hier weitere Beispiele, das Objekt hier pushen. Das sind praktisch hier diese Support-Graphen. Da sieht man hier, das ist unser Zielobjekt, was wir pushen sollen. Und wir wissen ja, wenn wir das Objekt hier pushen, dann wird wahrscheinlich das andere Objekt auch hier irgendwie was abkriegen, weil das sind ja Support-Relationen zwischen den beiden, wo auch physikalische Gesetzmäßigkeiten genutzt werden, um diese Support-Relationen hier zu extrahieren. Und deshalb auf die gleiche Art und Weise natürlich hier diese Strategien vorsehen, um die Szene zu sichern oder die Objekte, die betroffen sein könnten, zu sichern. So, somit komme ich zum Ende von diesem Kapitel. Also wir haben angefangen mit so ein paar Einführungen in Segmentierung von Objekten, die unterschiedlichen Leveln der Repräsentationen von Szenen und sind marschiert, haben wir räumliche Relationen, Support-Relationen kennengelernt. Wir haben darüber geredet, wie man diese Relationen effizient und intuitiv darstellen kann mit Hilfe von Polarkoordinaten. Und dann auf ein paar Aspekte von Einsatz von Machine Learning Methoden auch Probleme von klassischen Machine Learning Methoden zumindest im Kontext von semantischem Scene verstehen und dann Graph Networks als eine neue Methodik oder neue Technik eigentlich, mit der man vieles erreichen kann, also Manipulation vom Graphen. Und dann haben wir gesehen, wie wir diese Objektrelationen unterschiedlicher Art nutzen können, um tatsächlich mit einem Roboter sinnvolle Aufgaben zu realisieren. So, somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke.